heutigen Video geht es um das Biologiestudium. Unser Interviewgast Tori hat sowohl im Bachelor als auch im Master Biologie studiert und befindet sich aktuell in ihrer Promotion. Was sie dabei genau macht, wie du dir das Biologiestudium vorstellen kannst und worauf du genau achten solltest, das alles erfährst du in diesem Interview. In diesem Sinne, viel Spaß. Tori, sehr cool, dass du dabei bist. Magst du dich kurz vorstellen? Hi Michael. Erstmal vielen Dank, dass ich heute hier zu Gast sein darf. Ich freue mich sehr, dass ich dabei bin. Ich bin die Tori, 25 Jahre alt und möchte euch heute ein bisschen was über das Biologiestudium erzählen, meinen Werdegang auch ein bisschen einstreuen, vielleicht ein paar Tipps und Tricks. Und ja, was kann man noch so zu mir sagen? Ich backe total gerne, ich drehe super gerne Videos. Da kann ich jetzt auch mal vielleicht ganz kurz auf meinen Kanal verweisen. Hier auf YouTube, da geht es auch rund ums Biologiestudium. Und ja, ich denke, das ist so eine ganz gute, kurze Einleitung zu mir. Jetzt hast du ja Biologie in Bochum studiert. Warum genau Biologie? Wie kam es dazu? Ja, genau. Ich habe das, wie gesagt, in Bochum studiert und habe ja nach dem Abi direkt schon überlegt, was ich denn machen möchte. Habe mich schon immer für naturwissenschaftliche Fächer interessiert. Jetzt gerade so Bio und Medizin. Und habe dann ja die ganze Zeit überlegt, was ich denn jetzt studieren möchte. Für Medizin war das mit dem NC so ein bisschen eine Sache, das hat nicht ganz gepasst. Und ich habe dann halt auch erstmal geschaut, dass ich vielleicht Praktika mache, um mich dann nochmal so ein bisschen genauer einzufinden. Da habe ich dann für 2 Monate in einem Labor gearbeitet und fand das super interessant. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Also so ein Praktikum zu machen, um sich zu entscheiden, was man vielleicht studieren möchte oder welcher Beruf einem gefällt, kann ich so als kleinen Tipp sehr gerne an die Zuschauer rausgeben. Das hat mir persönlich sehr geholfen. Wie gesagt, ich war total beeindruckt und super begeistert und habe mich dann für Bio eingeschrieben. Und ja, so kam es dann dazu, dass ich das studiert habe und auch bis heute noch dran bin sozusagen und jetzt mittlerweile bei der Promotion angekommen bin. Eine Frage, die natürlich sehr viele interessiert: Wie genau ist das Biologiestudium aufgebaut und wie anstrengend ist es vor allem? Ich würde es schon im aufwendigen Bereich ansiedeln. Dadurch, dass zumindest an meiner Uni sehr viele Kurse Pflichtveranstaltungen waren und man da jetzt nicht dieses typische Studentenleben führen konnte die ganze Zeit und sagen konnte, ach, die Vorlesung lasse ich sausen und den Kurs mache ich diese Woche auch mal nicht. Das war da eher etwas schwierig. Dazu kam, dass wir regelmäßig sogenannte Testate schreiben mussten, um sozusagen zu beweisen, dass wir für die Kurse gelernt haben. Und ja, wenn man die halt nicht bestanden hat, dann musste man das Ganze halt auch wiederholen. Also man darf das Biostudium tatsächlich nicht unterschätzen, würde ich sagen. Es ist sehr lernaufwendig, dadurch, dass man halt auch viel lernt. Und dazu kommen wir jetzt auch so ein bisschen zum Aufbau des Studiums. Die ersten 4 Semester sind das sogenannte Grundstudium, wo man alle möglichen Themenbereiche einmal durchgeht. Also da kommt wirklich von Mikrobiologie über Pflanzenphysiologie, über Tierphysiologie, Physik, Chemie, Mathe ist natürlich auch dabei, einmal alles drin vor und soll uns Studenten sozusagen ja auf alles vorbereiten, was wir eventuell später beruflich machen möchten. Hinterher kommt man dann so ab dem 5. Semester erstmal dazu, sich in die Bereiche zu spezialisieren, die einen im Grundstudium besonders interessiert haben. Deswegen würde ich sagen, so die ersten 4 Semester sind wirklich sehr, sehr viel Verschiedenes, auch sehr lernaufwendig, viele Klausuren, viele Testate, aber auch sehr, sehr viel Spaß, dadurch, dass man eben die Möglichkeit hat, Einblicke in alle möglichen Bereiche der Biologie und Wissenschaft zu bekommen. Und dann die Spezialisierungsphase gegen Ende, wo man dann auch seine Bachelorarbeit schreibt, die ist natürlich besonders spannend, weil man dann schon weiß ungefähr, was einen interessiert und man dann da so das erste Mal Schritte in die Forschung macht und tatsächlich an einem eigenen Projekt arbeitet. Jetzt gibt es ja natürlich ähnliche Fächer wie zum Beispiel bei Molecular Engineering oder Biochemie und sogar die Mediziner haben natürlich auch logischerweise einige ähnliche Vorlesungen wie die Biologen. Wie genau kann man zu einer Entscheidung kommen, welcher Studiengang zu einem am besten passt? Also wenn ich mich zum Beispiel nicht entscheiden kann zwischen Biochemie und Biologie. Ja genau, Michi. Es gibt super viele verschiedene Fächer und Bereiche der Biologie, wo man sich auch spezialisiert quasi von Anfang an das studieren kann. Wir hatten, wie du gesagt hast, auch Module mit Medizinern zusammen, also unter anderem das Chemiemodul. Da haben wir dann mit den Medizinern einfach ganz normal den Kurs zusammen gehabt. Und dadurch merkt man halt auch, dass es in diesen ganzen naturwissenschaftlichen und medizinischen Fächern einige Schnittstellen gibt. Jetzt während meiner Promotion zum Beispiel arbeite ich auch viel mit Medizinern zusammen, die dann entweder bei uns im Labor studienrelevante Praktika machen oder zum Beispiel auch an ihrer Doktorarbeit forschen und dementsprechend auch gerade im Labor sind. Wie gesagt, es ist alles sehr weit vermischt sozusagen und wenn man das Gefühl hat, dass einen das alles so ein bisschen überrennt, kann ich zum Beispiel empfehlen, an den Universitäten, die einen interessieren, zu solchen sogenannten Kongressen zu gehen. Jetzt an der Uni in Bochum zum Beispiel gibt es Bios in Congress.
Da sind viele Absolventen, die ihre Abschlussarbeiten vorstellen und dann auch gerne mit möglichen Ersti-Studenten ins Gespräch kommen und erzählen, wieso deren Werdegang auch gelaufen ist und was sie so für die Zukunft vorhaben. Und da kann man halt auch eben ganz gezielte Fragen stellen, um sozusagen zu schauen, welcher Bereich denn für einen ja, besonders passt. Man muss sich natürlich dazu auch vorstellen, das Biologiestudium an sich geht halt schon in alle diese Bereiche teilweise rein. Und man kann auch hinterher noch, zum Beispiel bei mir an der Uni war das so, ich hätte noch meinen Master speziell in Biotechnologie machen können, indem ich zusätzliche Module gewählt hätte. Also diese Option, weil man vielleicht auch nochmal so eine Abzweigung nimmt, die sind auch die ganze Zeit noch gegeben. Und insofern muss man sich da nicht unbedingt verrückt machen, aber es lohnt sich definitiv, die verschiedenen Angebote durchzulesen und zu schauen, ob nicht vielleicht das ein oder andere besser zu einem passt. So, dann kommen wir direkt zum nächsten Klassiker bei den Fragen. Welche Vorkenntnisse brauche ich? Sollte ich den Bio-Leistungskurs belegt haben in der Schule? Und wie sieht es mit Kenntnissen in Mathe, Physik oder Chemie aus? Also aus meiner Erfahrung her ist der Bio-LK jetzt keine Pflicht oder so, am Studium teilzunehmen. Wir hatten genauso Studierende, die im Bio-LK waren und zum Beispiel auch dadurch ihr erstes Interesse an Biologie geweckt hatten, aber eben halt auch Studierende, die vorher nichts mit Bio-LK oder Ähnlichem zu tun hatten. Wir werden ja auch von Grund auf sozusagen, wenn auch in einem anderen Tempo, nochmal durch alle Themen durchgearbeitet von den Dozenten und Dozentinnen, damit wir alle auf einem ähnlichen Wissensstand sind. Wenn man natürlich Vorkenntnisse hat, ist das immer von Vorteil, da wir, wie eben schon erwähnt, super viele Informationen in einer verhältnismäßig kürzeren Zeit als in der Schule bekommen, die wir lernen sollen, die auch klausurrelevant sind. Insofern, jede Vorkenntnis, die man hat, ist auf jeden Fall nützlich, aber nicht unbedingt nötig. Man kann auch vieles durch einen Tick mehr Fleiß wieder wettmachen. Und ja, Bio hat ja auch viel mit anderen Naturwissenschaften zu tun, das hatte ich ja eben auch schon mal erwähnt, sprich Mathe, Physik, Chemie, Statistik, teilweise auch Bioinformatik kommt halt im Studium auch auf einen zu. Ich persönlich muss sagen, ich war jetzt nicht so das Mathe-Genie, ich hatte auch mit Physik und Chemie so teilweise ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich das in der Schule auch irgendwann abgewählt hatte tatsächlich. Das habe ich aber durch Nachhilfe und die Teilnahme an den von der Uni angebotenen Tutorien tatsächlich auch ganz gut wieder aufarbeiten können und hatte dann hinterher in den Prüfungen auch gar keine Probleme. Da muss man sich also wirklich gar keine Sorgen machen. Wenn man da jetzt zum Beispiel Chemie, Physik direkt abgewählt hat in der Schule, als es ging, heißt das auf gar keinen Fall, dass man nicht Bio studieren kann. Wie hast du dein Studentenleben in Erinnerung? Ich meine, das ist ja auch für viele ein sehr relevanter Punkt. Du hast in Bochum studiert. Kannst du den Studienstandort empfehlen? Und wie hat es dir damals gefallen? Ja, da hast du absolut recht. Also ich habe die ganze Studentenzeit noch vor Corona gehabt. Erst gegen Ende meines Masters fing dieser ganze Pandemie-Wahnsinn an und da habe ich dann natürlich auch im Studium was von gemerkt. Aber in der Zeit davor kann ich sagen, dass das Studentenleben in Bochum tatsächlich sehr schön war. Wie gesagt, das ist ein Vollzeitstudium gewesen. Wir hatten viele Pflichtkurse, also da war jetzt nichts mit jedes Wochenende Party machen oder so, weil man halt durchaus auch die Zeit brauchte, um sich auf die erwähnten Testate und so weiter vorzubereiten. Was aber natürlich nicht heißt, dass man nichts machen kann. Also man muss nicht von morgens bis abends da irgendwie lernen und arbeiten. Es gibt genauso die Möglichkeit, da einfach ein bisschen unterwegs zu sein, zum Beispiel halt bei mir in Bochum. Und da war ein großer Favorit von mir die Karaoke-Bar. Ich gebe es zu, ich habe es geliebt. Und ansonsten kann ich halt auch sehr empfehlen, sich einfach mal ein bisschen umzuhören, was die Uni an sich so anbietet. Also bei uns an der Uni gab es zum Beispiel einen Impro-Theaterkurs, wo ich auch mal vorgesprochen habe, weil mich das sehr interessiert hat. Wir haben auch diverse Cafés, die halt auch verschiedene Programme anbieten. Da gibt es dann Stand-Up-Comedy-Nights, da gibt es dann auch so Sprach-Tandem-Cafés, wo man halt Leute mit aus verschiedenen Hintergründen, mit verschiedenen sprachlichen Kenntnissen treffen kann, um so zum Beispiel auch sein persönliches Vokabular aufzuarbeiten, was ich persönlich auch super spannend fand. Es gibt häufig an Universitäten ganz tolle Sportangebote für kleines Geld, was super viel Spaß macht. Da muss man sich einfach mal ein bisschen umhören. In der Regel werden auch gerade bei so Ersti-Veranstaltungen immer so Tüten verteilt, wo dann diverse Flyer drin sind. Und eigentlich kann man da, wenn man jetzt nicht gerade mit Scheuklappen durch die Uni rennt, nicht verpassen, wenn es eine coole Aktion gibt. In den naturwissenschaftlichen Fächern ist dein Master ja relativ üblich. Worauf hast du dich spezialisiert und welche Möglichkeiten habe ich so nach dem Bachelor? Ja, wie du richtig sagst, ist ein Master tatsächlich eher üblich in Naturwissenschaften beziehungsweise wie in meinem Fall jetzt der Biologie. Und ich habe mich immer so in den Bereich der Biomedizin und Zellbiologie weiter spezialisiert. Das hat mich immer sehr interessiert. Das Thema meiner Masterarbeit war die sogenannte Charakterisierung von niedermolekularen Karas-Modulatoren in zellbasierten Assays.
Ja, das klingt jetzt erstmal alles sehr verrückt und sehr fancy vielleicht auch für den einen oder anderen. Im Grunde, wenn man das mal so ein bisschen auseinanderbröckelt, habe ich eigentlich versucht, Substanzen, die auf ein bestimmtes Protein binden oder an ein bestimmtes Protein binden sollten, zu untersuchen, ob die in der gesamten Zelle sozusagen dann etwas verändern. Also wenn dieses Protein durch diese Substanzen zum Beispiel ausgeschaltet wird, sehen wir dann eine Veränderung. Im Grunde war das Ganze im Rahmen der Krebsforschung, also wir wollten ein Protein untersuchen, was bei vielen Krebsarten mutiert ist, also verändert vorliegt und dafür sorgt, dass sich diese Krebszellen eben besonders gerne teilen und besonders gerne durch die Gegend wandern, um an anderen Organen anzusiedeln und so weiter. Und wenn man so ein Protein natürlich dann gezielt wieder ausschalten könnte, dass das eben dafür sorgt, dass nicht mehr sich alles teilt, dann wäre das natürlich medizinisch gesehen super spannend. Ich hoffe, das war jetzt nicht so detailliert, aber das war so ganz grob eine Masterarbeit. Die habe ich an einem externen Labor, also nicht an der Uni, sondern tatsächlich in einer Firma, in einem richtig großen Labor durchgeführt. Und das war für mich super spannend. Und ja, so externe Abschlussarbeiten für diejenigen, die es interessiert, ist halt auch echt eine super Sache, um sich schon mal weiterzubilden und auch nochmal ganz andere Laborstrukturen als an der Uni kennenzulernen. Also an dem Punkt auch für Abschlussarbeiten, Bachelor, Master echt eine große Empfehlung. Wie sieht es eigentlich beruflich bei den Biologen aus? Gerade das Thema befristeter Stellen wird ja aktuell sehr hitzig debattiert. Was ist da der Hintergrund und was ist deine Ansicht dazu? Ja, uiuiui, da hast du ein heikles Thema angesprochen. Die einen sehen es eher sehr negativ. Als Biologe ist man eigentlich nur ein überqualifizierter Taxifahrer, wenn man das jetzt mal ganz drastisch ausdrücken möchte. Und andere sagen, wenn man sich halt gut anstellt und ein paar Tipps befolgt, dann ist es durchaus super gut möglich, in der Biologie Fuß zu fassen und einen Job zu finden. Ja, ich finde es da sehr, sehr schwierig, eine pauschale Aussage zu machen tatsächlich, weil es, wie du auch erwähnt hast, durchaus einige Schwierigkeiten geben kann, Jobs zu finden. Gerade wird es ja, wie gesagt, hitzig diskutiert, ob man da nicht bessere Regelungen schafft, zum Beispiel in Hinsicht auf das Wissenschaftszeitgesetz, was halt regelt, dass man 6 Jahre vor einer Promotion und 6 Jahre nach einer Promotion quasi arbeiten kann, ohne dass man jetzt einen unbefristeten Vertrag braucht, so ganz grob gesagt. Allerdings ist das leider auch nicht nur ein Thema der Biologie. Viele andere Berufsfelder machen das mittlerweile auch, dass die Leute alle erstmal 2 oder 3 Jahre befristet angestellt werden und man dann schaut, ja, wie stellt sich die Person an, wie läuft das alles und so weiter. Und dann kommen meistens erst die unbefristeten Verträge, wenn man dann Glück hat und alles gut läuft. Also ja, ich kann die kritischen Blicke auf die Biologie schon irgendwo verstehen, aber es ist halt tatsächlich Besserung in Sicht. Wenn man jetzt mal dieses ganze Corona-Gedöns rausnimmt, waren die Arbeitslosenzahl von Biologen ja auch bis 2018 rückläufig. Also da war auch Verbesserung schon vertreten. Ja, ich erwähne das jetzt einfach mal ganz frech, auch mal ein Video zu gemacht, wo ich halt ein paar Tipps gegeben habe, wie man halt sich besser aufstellen kann, wie man seinen Lebenslauf auch aufarbeiten kann, indem man zum Beispiel noch Praktika macht oder andere Sachen. Also wie gesagt, da kann man sich echt sehr, sehr gut aufstellen, wenn man das denn möchte. Und ja, um das hitzige Thema so ein bisschen abzukühlen, also man muss sich halt einfach nur vor Augen führen, dass es etwas schwierig sein kann, dass dieser ja, forschende Biologe, der den ganzen Tag so im Labor sitzt und nichts anderes macht, vielleicht auch manchmal eher eine etwas ja, zu träumerische Darstellung von unserem Beruf ist. Also wir sind so facettenreich aufgestellt als Biologen, da muss man dann halt vielleicht auch einfach von Anfang an ein bisschen offen sein für mögliche Berufe, die man dann hinterher angeht. Und warum hast du dich genau für den Doktor entschieden und wo siehst du dich langfristig? Ja, das knüpft ja eigentlich sehr gut an die vorangegangene Frage an. Ich habe meinen Doktor gemacht, weil ich mich quasi weiter spezialisieren wollte. Eine Doktorarbeit ist ja nichts anderes als das erste lange Forschungsprojekt, wo man halt auch selbst viel entscheiden kann und auch sehr, sehr viel lernen kann. Sprich, während der mindestens 3 Jahre, die so eine Promotion in der Biologie dauert, lernt man halt unglaublich viel eben über ein ganzes Projekt. Also wie plane ich das? Wo fange ich an? Wo kann ich denn Kosten generieren? Wie kann ich Materialien beschaffen? Wie kann ich einen roten Faden aufbauen, damit ich folgende Forschungsfrage klären kann? Das sind alles ganz, ganz viele Sachen, die ich hoffe und denke, durch meine Promotion zu lernen.
und halt mich dadurch dann hinterher auf dem Arbeitsmarkt auch besser aufstellen zu können, weil ich halt eben diese tiefer gehenden Kenntnisse dann schon gesammelt habe. Irgendwo ist es ja auch einfach eine weitere Qualifikation. Und ich muss halt sagen, dass es mich halt wirklich auch sehr interessiert hat, so ein Forschungsprojekt ja, mehr oder weniger von Anfang bis Ende einfach mal mitzugestalten und mitzuplanen und da auch wirklich selber daran teilzuhaben, Sachen zu entscheiden. Jetzt gerade bin ich eher in dem Bereich der Wundforschung vertreten und finde es halt auch total klasse, dass ich jetzt nochmal in einen ganz anderen Forschungsbereich ja, sehr tiefgehende Einblicke bekomme. Und ja, ich habe halt auch die Möglichkeit, jetzt während meiner Promotion schon mal so ein bisschen als Dozentin tätig zu sein. Ich hatte es ja erwähnt, dass ich auch teilweise mit Medizinstudenten zusammenarbeite und ich habe jetzt die Möglichkeit, zwischendurch ja, kleine Vorlesungen zu übernehmen. Und das halt unter anderem auch für andere Medizinstudenten, die dann halt noch in jüngeren Semestern sind. Und das ist natürlich auch etwas, was ich ohne ein Promotionsstudium eher weniger ausprobieren und lernen könnte. Insofern bin ich da schon sehr, sehr happy und auch dankbar, dass ich durch dieses Promotionsstudium so viele verschiedene Sachen lernen kann und so viele verschiedene Einblicke bekommen kann. Auch wenn es für viele noch ein langer Weg dorthin ist, wie genau kann man sich das Promotionsstudium vorstellen und wie sieht dein Alltag aus? Ich meine, als wir damals gezoomt haben, warst du ja in einem verdunkelten Labor. Was genau treibst du da eigentlich den ganzen Tag? Ja, genau. Also unser Zoom-Meeting hat ja stattgefunden, während ich ja im Labor gearbeitet habe. Und das zeigt ja auch schon so ein kleines bisschen, dass so ein Promotionsstudium doch zeitlich eher aufwendiger ist und man da jetzt nicht sagen kann, so, 16 Uhr, ab nach Hause. Das ist leider eher nicht die Regel, beziehungsweise leider, man hat sich ja dafür entschieden. In der Regel weiß man das vorher, dass das sehr aufwendig ist. Mein Alltag ist dementsprechend hauptsächlich von meinem Promotionsstudium ausgefüllt. Also das ist ein ganz normaler Vollzeitjob mit mindestens 40 Stunden die Woche, meistens aber, wie gesagt, eher mehr, weil es halt schwierig, den Zellen zu sagen, so, jetzt ist Schluss mit Wachsen, wir sehen uns nach dem Wochenende wieder, dann bin ich wieder da, um mich um euch zu kümmern. Das funktioniert manchmal nicht ganz so gut, da muss man dann halt auch mal ja, in den sauren Apfel beißen, vielleicht doch nochmal am Wochenende kurz reingehen oder auch nochmal spät abends, je nachdem wie das Experiment getaktet ist. Das bleibt halt nicht unbedingt aus, aber das ist jetzt auch nicht je nach Stelle natürlich, aber zumindest in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, nicht die Regel. Mein grundsätzlicher Alltag beinhaltet natürlich sehr, sehr viel Laborarbeit. Also ich habe ja gerade kurz erwähnt, ich arbeite viel mit Zellen aktuell. Die sind dann in so kleinen Flaschen drin und da muss ich mich natürlich auch um die kümmern, weil die teilen sich weiter und die wollen dann irgendwann eine neue Flasche haben und frisches Medium und die Experimente müssen ja auch alle vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet werden. Und zu der Auswertung gehört dann halt auch eine beträchtliche Menge an Computerarbeit, die dann gemacht werden muss. Das heißt, man muss Graphen erstellen, man muss Statistik machen, man muss sich natürlich auch darum kümmern, dass man Materialien bestellt, wenn irgendwas fehlt. Also da hat man wirklich nochmal ganz viele verschiedene Aufgaben, die geklärt werden müssen. Und ja, ich teile mir das dann immer in so einem kleinen Kalender, damit ich dann grob weiß, sozusagen, was jetzt in der Woche so anliegt. Und dann kriegt man das aber auch eigentlich in der Regel ganz gut hin. Und ja, wie gesagt, du warst in meinem dunklen Labor mit dabei. Das ist ein externes Labor, wo ich extra hingehe, um ganz spezielle Messungen zu machen. Es muss dafür sehr dunkel sein, weil ich da mit Fluoreszenzfarbstoffen arbeite. Wenn ich das Licht anlassen würde, würden die einfach ganz schnell ausbleichen und dann könnte ich halt keine Messung mehr durchführen. Und da hocke ich dann auch gut und gerne mal 8 bis 10 Stunden einmal in der Woche in diesem dunklen Kämmerchen und mache dann meine Messungen. Klingt jetzt vielleicht nicht ganz so cool, aber keine Sorge, es ist tatsächlich ziemlich spannend. Das ist so ein Experiment, wo man tatsächlich sofort sieht, ob etwas funktioniert oder nicht. Also wenn etwas funktioniert, dann kann ich das direkt an so einer Veränderung des Fluoreszenzlevels sehen. Da kriege ich dann so wunderschöne Kurven. Und wenn da irgendwas hochgeht, dann bin ich immer hoch erfreut. Das hast du ja, glaube ich, auch mitgekriegt, als ich mich da sehr gefreut habe, dass dann mal was funktioniert hat. Ja, das sind so Sachen, die ich den ganzen Tag so treibe. Also ich bin viel unterwegs momentan auch, weil ich auch in externen Laboren arbeite, weil die nochmal deutlich coolere Geräte haben. Aber das muss man ja keinem erzählen. Und da habe ich dann nochmal sehr viel mehr Möglichkeiten, dann meine Experimente noch größer zu machen und auch noch ausführlicher, was natürlich super schön ist, weil man dann hinterher in der Doktorarbeit auch mehr Möglichkeit hat, über die ganzen Sachen zu schreiben und dann ja, muss man sich jetzt nicht irgendwas aus den Fingern saugen, sondern dann hat man so viel Material und so viele Sachen erarbeitet, dann sollte das hoffentlich wuppen.
Hast du noch weitere Tipps für unsere Zuschauer? Gerade wenn du jetzt mal zurückschaust, was hättest du vielleicht anders gemacht? Oh, das ist auch eine richtig gute Frage. Im Grunde hatte ich mich schon vorher relativ gut informiert, würde ich behaupten. Und war deshalb halt auch immer sehr überzeugt davon oder von meinem Studium. Aber es gibt auf jeden Fall einige Punkte, wo ich denke, man kann das einfach schon von Anfang an beachten oder sich da auch nochmal informieren. Also der Umfang des Studiums, den habe ich tatsächlich etwas geringer eingeschätzt. Ich finde es an der Stelle einfach super praktisch, wenn man die Chancen an Universitäten nutzt, wenn es da einen Tag der offenen Tür gibt oder ähnliches, sich dann einfach mal ja, dahin zu fahren oder hinzulaufen und mit den Leuten vor Ort tatsächlich zu sprechen. Ich hätte natürlich auch von Anfang an mich schon etwas mehr darüber informieren können, wie generell so ein Karriereweg für Biologen und Biologinnen aussieht. Da habe ich halt auch ganz am Anfang noch dieses typische Bild gehabt von, man macht jetzt ein Studium und danach sitzt man irgendwo im Labor und forscht halt vor sich hin. Und dass das Ganze halt wesentlich breit gefächerter ist und auch wesentlich komplexer und dass es da halt auch eventuell ein paar Schwierigkeiten gibt oder Dinge, die man beachten kann, um es einem leichter zu machen, das wäre vielleicht auch schon ganz gut gewesen, das einfach von Anfang an zu wissen. Im Grunde kann ich halt auch nur empfehlen, direkt von Anfang an ein System aufzubauen, also seine ganzen Unterlagen direkt vernünftig sortieren. Das erleichtert dann später das Lernen total. Und was ganz, ganz wichtig ist, auf gar keinen Fall vergessen, Spaß zu haben und auch seine Freizeit zu nutzen. Also wirklich mal die Angebote an der Uni anschauen. Da kann man auch teilweise echt richtig viel Geld sparen im Vergleich zu außeruniversitären Veranstaltungen, weil es sehr häufig Studentenrabatte gibt. Und da würde ich einfach auch sagen, dass man das definitiv nutzen sollte und sich dann auch eine schöne Studienzeit machen kann. Tori, vielen Dank für deine Zeit und deine Bereitschaft für das Interview. Ich bin mir sicher, dass die Inhalte vielen weiterhelfen werden und wünsche dir ansonsten noch natürlich ganz viel Erfolg auf den letzten Metern zum Doktortitel. Ja, Michi, vielen Dank, dass ich überhaupt dabei sein durfte. Ich habe mich riesig gefreut, so einen kleinen Einblick in das Biostudium und meinen Werdegang geben zu dürfen. Bei Fragen können die ZuschauerInnen natürlich sehr, sehr gerne auch Kommentare schreiben. Ich werde da auch anwesend sein und nach bestem Wissen und Gewissen antworten. Ja, ansonsten schaut auch gerne nochmal bei meinem Kanal vorbei, wenn ihr noch mehr und detailliertere Infos zu einigen Themen haben möchtet. Da kommen immer mal wieder neue Videos. Und ja, ansonsten, wie gesagt, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich habe mich riesig gefreut. Und ja, dann gebe ich dir nochmal das letzte Wort, würde ich sagen. Tschüss! Das war's auch schon mit dem Video. Schaut sehr gerne bei den sozialen Kanälen von Tori vorbei. Alles wie immer unter dem Video verlinkt. Könnt auch sehr gerne bei uns vorbeischauen unter @legmonlifestyle. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin!